Hallöchen, ihr Unlebenden, mein Name ist Montgomery und wir begeben uns heute endlich mal zurück auf die Hauptquest, denn mir fällt ansonsten auch nichts weiteres ein, zumal wir ja auch in der letzten Episode uns sehr stark, sehr viel um eher optionale Dinge kümmerten. Ja, heute im Bademantel, ich bin ganz frisch und fröhlich und wahrscheinlich nicht mehr sehr lang, denn wir betreten jetzt die Hügelsteppe, wo wir am Zyklopen vorbei müssen. Aber wir kennen das kleine dreckige Geheimnis, um ihn da herunterzulocken. War der nicht mal größer? Ich habe ihn wahrscheinlich einfach nur größer in Erinnerung. Jungs, seht ihr, Schwester, also, Lieber weg, vielleicht können wir, Moment, eine Süßigkeit irgendwo anders hinsetzen? Das Rad mit der Wegfahrsperre? Den denkt man blöd für eine Panne. Und was ist, wenn wir das Bonbon jetzt hier gleich quasi einsetzen, was wir nicht können? Also ich weiß, ich habe 5 Bonbons. Na gut, wagen wir uns näher heran. Ja, seht ihr das? Näher ran! Das Geschöpf sieht uns gleich. Wir sind informiert und mit Wissen gewappnet. Ein Fruchtbonbon wird den Hügelgiganten herunterlocken. Und dann werden sie sich um das Fruchtbonbon streiten. 2 Köpfe, aber nur ein Bauch. Put, put, put. Ja, was riecht da so? Ja, wo ist die süße Leckerei? Genau da. Gut, wir haben ihn. In der Falle. Hat er keine Chance. Wir müssen gegen ihn kämpfen. Bauch, Kopf 1, Kopf 2. Vom Bauch prallen wir wahrscheinlich ab. Das kenne ich doch von der dicken Wampe unseres Giesels. Wie wär's mal mit einem Taschentuch? Sehr ekelhaft, was man greift. Haben wir ihn jetzt erzürnt? Dann bestehlen wir halt den Bauch. Fussel, wahrscheinlich Fussel. Der Fischzug scheitert. Igittipfui. Dann schauen wir mal tief in den Bauchnabel. Hügelgigantenkörper, Stufe 27. Wir haben noch kein einziges Mal angegriffen. Stärke, Wucht und Wasser, Schwäche, Klinge und Feuer. Läuft! Mit dem ist nicht gut Bonbons essen. Es tendiert mich irgendwie dahin, den Kampf nochmal von vorne zu beginnen. Ich weiß ja nicht. Hab mal die Ausrüstung ein wenig umhergeworfen und Brun ist jetzt mit dem Umhang des Turms ausgerüstet, wodurch er nicht mehr betäubt werden kann und uns damit auch vor Betäubung heilen kann. Denn solange er nicht betäubt ist, stürzt das Spiel ab. Okay, die Köpfe halten nicht sehr viel aus. Der rechte Kopf ist beinahe besiegt. Hoffen wir nur, dass er halt nicht nachwächst. Dann füge ich dem anderen auch noch eine Wunde zu. Ich bin ja eher so ein passiver Spieler. Ich lasse meist die Dinger eher laufen und greife eher ungern an. Wie in so einem, eigentlich wie ein Strategiespiel. Ich möchte meine Basis aufbauen, aber niemals Panzer bauen oder je nachdem, was es halt für ein Spieler ist. Andere Kampfeinheiten. Ich will einfach nur bauen. Das führt natürlich nicht zum Sieg. Und so ein bisschen ist das ja auch in Wolfenhain. Ich will gar nicht angreifen. Ich will einfach nur schauen, was es hier für tolle Zauber gibt. So, das war bereits der erste Kopf. Vielleicht kommt man jetzt auch leichter an das, was der Körper versteckt. Ah, Gisulf stiehlt 50 Goldmünzen aus seinem Bauchnabel. So, und der Vollständigkeit halber, der Kopf. Auch wenn jetzt der andere Kopf fehlt, aber wir werden wahrscheinlich nicht nochmal einem begegnen. Rechter Hügelgigant. Die Informationen hätten wir verkaufen können für gewaltige, ich glaube, das waren nur 25 Münzen oder 50. Rechter Hügelgigantenkopf, Stufe 27. Jatta, 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 Klinge und Wasser diesmal. Er steht halt nicht so aufs Waschen. Im Gegensatz zu mir. Und der Körper kämpft mit. Ach, so funktioniert das. Quasi wie Necromorph. Und der Körper ist blind. Safaun, gib mir Kraft! Jetzt haben wir ihm die Köpfe abgeschlagen. Jetzt rotiert er herum wie ein geköpftes Hühnchen. Was man sprichwörtlich so sagt, nicht wortwörtlich. Göttergabe! Heile uns! Der Körper ist am stärksten, wenn er nicht mehr denken muss. Frischschneckenschleim! Immer noch blind. Das half uns vorhin aber überhaupt nicht. Oh, Schleim ins Bein, jetzt wo es ja nur noch ein Gegner ist.
Gut gemacht, Eule! Sieg bei den Göttern. 3333 Erfahrungspunkte, 100 Gold. Kampf erfolgt, je immerfort erfochtenen Siege tragen eine extra Belohnung ein. Wähle einen Helden, der den Attributsbonus erhalten soll. Brunsstärke. Meins, das hat Geld gekostet. Ja, und damit sind wir nun ganz offiziell in der Hügelsteppe, wo sich bereits das Böse breit macht. Der Dorn verströmt fröstelnde Kälte. Ein Wolf. Ja, richtig. Zusatzerfahrungspunkte. Zumindest innerhalb der inneren Werte. Speichern. Kämpfen. Böse. Primitiv. Flüsterte da irgendwas im Hintergrund? Da war doch was. Hatte da oben eine sprechende Bohren... Hat er da oben eine sprechende Bärenpfote? Irgendwas flüstert da. Das macht mir Angst. Kontrolliert sie irgendwer? Werden sie gestärkt von irgendetwas Unsichtbarem? Aber ich kann nichts weiter anvisieren. Analyse. Finden wir es heraus. Barbar des Bärenstammes, Stufe 25. Schwäche, Wucht und Feuer. Ich dachte mir doch, dass hier irgendetwas nicht ganz im Bär, ich meine im Lot ist. Schamane des Bärenstammes, Stufe 25, 967 HP, Schwäche, Wucht und Wasser. Okay. Wir stahlen ein Schlafpulver. Ist es eventuell auch gegen sie selbst effektiv? Scheint so. Schlaft, Barbaren, schlaft. Denn Gisulf hütet euer Gold! Ach, jetzt bin ich auf Autokampf gegangen. Ja, ist nicht so wild. Das heißt wahrscheinlich, wir werden gewinnen. Denn jetzt bin ja ich kopflos und von daher... Oh, ich kann auch wieder in den... Ich kann auch wieder in den normalen Kampf einsteigen und daraufhin passiert Folgendes. Habt ihr auch manchmal solche Tage, an denen ihr vergesst nachzudenken, bevor ihr sprecht? Heute ist für mich so ein Tag. Fangen wir also langsam wieder an, die Gehirnzellen rotieren zu lassen. Hallöchen, ich bin TrueMG und ich denke jetzt nach, bevor ich spreche. Nicht einfach so das Leben gleiten lassen, sondern... aktiv sich daran beteiligen. Durch einen aktiven, gedanklichen Eingriff. Mensch, wie effektiv es doch ist, wenn man mit dem Angriff verfehlt. Wie, das verfehlte jetzt auch. Was ist hier nur los? Oh, er wird irgendwie schwindelig. Vielleicht habe ich zu viel nachgedacht. Der war zäh. Sieg bei den Göttern, 1800 Erfahrungspunkte, 50 Gold. Dunkelbeere gefunden. Ja, ich sehe schon, dieses Gebiet ist... Also, da ist nicht sehr gut Kirschen essen. Wirklich gefährliche Gegner. Sehr mächtige. Die wurden ja hier schließlich auch gestählt. Durch die hiesigen Gefahren. Strichmännchen, wenn du mal eine richtige Keule sehen willst, dann guck auf meine magische Waffe. Tja, bette dich doch in Ungemach, Strichmännchen. Ein Schachtgrab, wie es in der Frühzeit der Könige noch häufig in Gebrauch war. Nimmst du nur Anlauf, um wieder alle Rollen zu zitieren, oder folgt dir noch ein praktischer Zweck? In die Schächte wurde nicht nur der Verschiedene gebettet, zuweilen umgab man ihn auch mit seinen Schätzen. Also so ein Grab, sag das doch gleich, Jungchen. Hopp, hopp, rein mit uns.
Ja, aber wenn da jemand verschied und hier sind bereits eisige Stacheln, dann würde derjenige wahrscheinlich wieder leben. Au! Oh! Nanu, was habt ihr denn? Ach so, keine Männer. Tja, männerfreie Zone für uns Girls. Uns der stetig in Begleitung eines erfahrenen Abenteurers ohne Erklärung einfach zu... Ach so, du Nasenweiß. Der Schacht lässt keine Männer passieren. Dann runter mit dir. Ich vertraue ihr. Gut, ich seile mich ab und ihr haltet fest. Wer sagt was von einem Seil? Soll ich etwa auf das Abenteuer verzichten, weil du kein Seil einpacken willst? Gut gesehen, Grünschnabel. Und ich achte darauf, dass sich keiner von euch das Unding ins Gepäck schmuggelt. Gibt sicherlich noch eine Alternative, wie zum Beispiel ein Jetpack. Jetpacks sind keine Seile. Wie du schnappst. Wieso sollte ich? Habt ihr etwa vor, an mir zu nageln? Bitte bloß nicht ein appetitlich auszusehen. Au, das trifft. Weißt du, in meinen beliebteren Jahren war ich ein ziemlich ansehnlicher Kerl, Kleine. Lass das. Und wenn du weiter versuchst, mir unter den Rock zu linsen, schädel der dann... Dann... Na was, eh? Dann schieb ich dir einen lauten Kiesel in die Augenhöhle... Einen lauten Kiesel in die Augenhöhle und schüttle dich kräftig durch. Das wagst du nicht. Warum spricht das skelettierte Haupt auf eine Weise zu uns, als ob es nicht wie die übrigen Toten befallen sei? Eben. Hast du gehört, Schädel? Beantworte die Frage. Du meinst, warum ich mich nicht verhalte wie die Neuen ringsum, die in die Kleider der Alten schlüpften? Ich war nie weg. Ich liege hier seit dem Kampf. All die langen Jahre durfte ich nicht gehen, denn der Fluch, er bindet mich an den Ort meiner Missetat. Fluch? Als die Barbaren kamen, rannte ich davon. Ich hatte keine Lust, ins Gras zu beißen. Tja, und nun lege ich von allen am längsten. Bevor meine Kameraden niedergemacht wurden, muss einer noch die Zeit gefunden haben, demjenigen einen hässlichen Fluch hinterherzuschicken, der sie so feige im Stich gelassen hatte. Also mir, gewissermaßen. Ich rannte lieber. Und wie ich rannte, leider hatte ich unterschätzt, wie schnell die Barbaren übers Gras hoppeln können. Sie setzten mir nach. Und erwischten den verräterischen Feigling. Ist nicht zu übersehen, dass es mich den Kopf gekostet hat. Um genau zu sein, hat es mich den Körper gekostet, nachdem mich die Grunzer enthauptet hatten. Keine Erfahrung, die ich empfehlen kann. Traten mich diese Rüpel wie ein Ball hierher zurück. Da lege ich nun. Es gibt keine Erlösung? Nicht mehr, Herren der faszinierenden Zehen. In all den Jahren hätte man mich wie jeden anderen verfluchten Geist befreien können. Aber es gibt keinen Weg mehr hinab ins Reich der letzten Ruhe. Von dort steigt nur noch auf. Wissen wir inzwischen auch. Trotzdem können wir diesen Schädel zerstören. Der ruhelose Geist triebe dann haltlos als Klagelaut davon. Überstürzt nichts, Leute! Keine Sorge, auf den da höre ich gewohnheitsmäßig nicht. Gib's zu, mein Charme wirkt noch. Schluss mit dem Unfug! Lass das zweifellos unreine Ding unter meinem Hammer zerbersten, Erwählter! Willst du wohl einem verfluchten Schädelfeigling beistehen, Gisolf? Ich helfe ihn! Kann ich schaden, einen Untoten zum Freund zu haben? In Zeiten, und außerdem hat es bislang nie wirklich was gebracht, Leute umzubringen. In Zeiten überall, ja, macht mir doch keine Vorwürfe wegen dem erhängten Räubershauptmann. In Zeiten überall aufbrechenden Wiedergängertums bewahrst du ausgerechnet ein solches Unwesen? Er drückt es aber auch wieder auf eine Weise aus, in der man die eigenen Motive nicht gesagt hören möchte. Trotzdem weiß ich, dass wir prinzipiell richtig liegen. Ich weiß es eben einfach. Schädel, klag schnell dein Leid, bevor sich das hier noch zu einer Diskussion entwickelt. Tja, eigentlich suche ich bloß etwas Geselligkeit für das nächste Stückchen Ewigkeit. Könnt ihr da nicht was machen? Was denn? Nehmt mich in eurer Tasche mit. Kommt gar nicht in Frage, zwei Player-Bürger reichen mir. Na, dann könntet ihr doch einfach hin und wieder zu Besuch vorbeikommen. Nein. Meine Güte, dann beschafft mir eben Gesellschaft und sei es, dass ihr etwas in meinem Schädel einnistet. Platz ist ja. Kann es sein, dass du ziemlich verzweifelt klingst? Das ist nur Tau in der Augenhöhle. Ich habe hier nur was eingefangen. Tränen! Passt da vielleicht ein Wolf rein? Ey, ole ole, ich gewann. Brun entnimmt den besiegten Resten drei Sehnen. Und so stellen wir auch dieses Gebiet wieder her, oder so. Verstellt sich das dumme Rindvieh oder ist es wirklich so ganz unberührt vom Einfluss der Dornen? Grabschaufler, Wölfe, selbst die Kadaver der Toten sind betroffen. Warum manch andere Wesen nicht? Vielleicht wählt der Nebel aus, in wen er dringt. Ach so? Und nach welchem Kriterium soll es deine Meinung nach sein, Küken? Intelligenz?
Mürrisch sein kann's nicht sein, sonst wärst du ganz vorne auf der Liste, ne? Das habe ich falsch betont, aber ist egal. Soll der Unterweltnebel nur kommen, dann kriegt er eins auf die Nase. Ja, sobald er sich so eine Nase formt, soll er wohl der blöde Drecksack. Der Dorn verströmt, fröstelnde Kälte, aber was mich jetzt interessiert, da ich sehr fleißig im Stehlen war. Stufe 20. Finally! Das heißt, wir begeben uns gleich mal aus diesem Gebiet hinaus, um den einen Samen abzustauben, den der Druide, für sich beansprucht. So, dies ist der erste Diebstahl. Dank seines entwickelten Fingergeschicks Stufe 20 ist es Gieselhof ein leichtes, den Fliegenpilzsamen aufzuklauben, ohne auch nur ein misstrauisches Blinzeln des unfreigebigen Alten zu verursachen. Außerdem nehmen wir uns das hier mit. Aber das war auch noch nicht mein finaler gedanklicher Gedanke, sondern wir sollten jetzt genug Punkte haben, um diesen Pokal mitzunehmen. Der Schmiedepokal ist der ganze Stolz meines Mannes. Ja, dann loben wir ihn erstmal, denn das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Das muss ein außergewöhnlicher Handwerker sein, der solch einen Preis gewinnt, Nachbarin. Ei, wie artig gesagt. Da muss ich mich vor lauter Schaum umdrehen, um nicht zu sehen, was gleich passiert. Mitgehen lassen. Mit Gisufs Fingergeschick der Stufe 20 ist das noch nicht zu machen. Goddammit! Wieso hat jemand seinen Speer stecken lassen? Holz ist in der Stippe ein kostbares Gut. Deshalb. Nur die Reste eines alten Kampfes. Nicht mehr genug übrig, was ich noch erheben könnte. Jetzt bestimmt nicht mehr. Wollen wir auf Nummer sicher gehen? Wir haben schon so viel Fantastisches und Widerwärtiges gesehen. Kann sein, dass sich das auch erhebt. Die bis zur Unkenntlichkeit vermoderten Lumpen geben einen ungefähren Eindruck von all den seitdem hier stattgefundenen Kampfe verflossenen Jahren. Und so wie damals kommt auch diesmal niemand zu Hilfe. By the way, Kiste. Schon vor langer Zeit restlos geplündert und die Bissspuren am Schloss machen dem Ruf der Gegend alle Ehre. Wer schleppt überhaupt eine Truhe in die Hügelsteppe? Vielleicht stammt sie von einem der versprengten Trupps, die nach der Niederlage aus der Steppe flohen. Sieht nicht so aus, als wären sie entkommen. Ja, spiel mir das Lied des Volkes. Ist er... Ja. Quicklebendig. In seiner Totheit. So, das jetzt hier erledigt. Ich schätze, den habe ich dauerhaft ruhig gestellt. Auf ewig. Wenn ich die Speichen zähle, komme ich auf... 3, 6. Außer dahinter verbirgt sich etwas. Also hinter diesem kleinen Büschel. Und sollte keiner rausgebrochen sein. Und das bringt dir was genau? 50 Erfahrungspunkte. Hast du noch mehr Fragen an einen weisen, erfahrenen Abenteurerküken? Wenn man jedes kleine Detail in der Welt analysiert, dann sammelt man zwangsweise Erfahrung. Das passt schon. Oh, sind wir ausreichend dafür geheilt? Ich weiß nicht. Also als ich in der Stadt war, vergaß ich leider zu speichern. Nicht zu speichern, aber mich zu heilen. 15 Goldmünzen verbargen sich im hohen Gras. Das wusste ich natürlich, denn ich bin alles sehr true MG. Gisulf entnimmt dem Wissendkopf. Wissendkopf. Auf jeden Fall haben wir ein Trinkhorn. Moment, ich hab doch schon eins. Da ist es wieder. Goodbye. Wie, das macht mich jetzt neugierig. Der Beutel enthält einmal äußerlich schon etwas angeriffen, wirkenden, dennoch trotz all der in der Steppe hinterm Stein zugebrachten Liegezeit noch brauchbarer erscheinenden Magietrank. Das oben links. What is this? Will ich's wissen? Wir werden es zwangsweise herausfinden. Ja, Troll. Lass mich doch einfach. Ah! Wieso laufen die hier im Norden eigentlich halbnackt herum? Erstens, wer selbst im Sommerkleidchen herumspringt, sollte sich mit Belehrungen zurückhalten. Und zweitens, sagt ihnen das bloß nicht ins Gesicht. Die sind schon fremdenfeindlich genug. Er mag den Troll nicht, der Troll mag ihn nicht. Dürfen die uns einfach in den Rücken fallen? Ich fürchte, das fällt unter Heimvorteil. Ich will nichts Böses. Ich bin in Frieden hier. Der sieht doch nett aus. Wildschwein gefällig? Wir hätten womöglich keinen guten Start, aber es könnte immer noch auf hässliche Art enden. Der hat einen Avatar, er ist bestimmt nett. Ha, das werden wir erst noch sehen. Nicht mit diesem Argument. Du hast einen Namen, du bist bestimmt auch nett. Was soll das heißen? Überlass sie mir.
Zeigen wir es dem Lümmel! Die Zeit ist heran, an der die Barbaren für ihre Schandtaten zu büßen haben. Wie war das? Da stopfe ich dir in deine freche Kehle zurück. Von Namen bist du ein noch leckerer Anblick, mein Starker. Na, was will ich damit wohl sagen, hm? Goodbye? Ich wollte dem gerade eine verpassen. Erwählte hat sie gerade... Ja, sie hat ihm gerade eine verpasst. Ja, hat sie. Exakt. Glaubst du, mir ist das recht? Von mir aus warten wir so lange. Diese Dirne! Es war einmal eine kleine Biene, die summte und brummte und flog umher, dass sogar den Sonnenstrahlen schon ganz schwindelig wurde. Eines Tages sah die Biene eine Blume. Und weil diese Geschichte noch weiß, was sie schickt, schweigt sie sich über das anschließende Geschehen aus. Das geht ja auch nur die beiden etwas an. Nein, wie schön! Geruhen wir uns wieder hinzuzugesellen, damit die Keilerei endlich beginnen kann! Wenn der jetzt noch Puls zum Kämpfen hätte, müsste ich mich schon wundern. Auf dem Gebiet kennst du dich fraglos aus. Danke. Sieh an, du brauchst mit deinen Haaren ja noch länger als ich. Erwählter, er schnüffelt an mir. Was? Ich und sie? Du redest Unfug. Bronk, in der Frage bist du wirklich auf dem Holzweg. Welch lächerliches Ansinnen, Höhlengeschöpf. Ein Paladin trachtet nur in einer Beziehung nach einer Hexe. Nein, nicht so eine Beziehung. Meine Güte, habt ihr Barbaren denn kein Gehör für metaphorische Nuancen? Genug! Die Herausforderung wurde ausgesprochen! Ich verschluck gerade meine eigenen Haare! Pff. Ja, das war definitiv die Stimme eines alten Mannes. Es gab ja noch nicht genug alte Männer in diesem Spiel. Ein Rock wird nie geteilt! Er wird besessen. Meine Worte. Und nur auf eine Art kann ohne Zweifel bestimmt werden, wem es zusteht, jene rote Blume dort zu pflücken. Rote Blume? Keine Puste mehr, wie? Ist er nicht süß? Das ist doch albern. Nicht so hastig, Jungchen. Ich denke, hier eröffnet sich gerade eine Gelegenheit. Macht deine Sache gut und das Interesse des groben Rüpels hier erspart uns womöglich den gesamten Stamm. Erwählter? Gelegenheiten, Jungchen. Du siehst eine, du nutzt sie. Ah, jetzt ist es plötzlich wieder unglaublich praktisch, jemand Aufgeschlossenes wie mich dabei zu haben. Mir fallen ganz andere Worte. Ja, er nimmt die Herausforderung an. So mögen die Spiele der Stärke beginnen. Nein, kein Massaker, Häuptling. Wenigstens vorerst nicht. Enttäusche uns nicht, Jungchen. Wehe, du machst ihn mir kaputt. Worum geht's? Ja, ich weiß, es geht darum, Valdrada zu gewinnen, aber worum geht's jetzt in der folgenden Herausforderung? Willkommen bei den Barbarenspielen! Die Barbarenspiele! Trotz aller anderslautenden Gerüchte sind diese Spiele weit entfernt von plumper Dumpfheit. Vielmehr stellen sie eine Sammlung ebenso delikater wie raffinierter, die unterschiedlichen körperlichen und geistigen Talente aktivierenden Prüfungen ausschöpfender Bandbreite dar. Im ersten Wettbewerb sollen die Kontrahenten beispielsweise ihre Fähigkeiten regenerative Konzentration unter Beweis stellen. Aha! Aber ja, gelingt es auch in einer Stresssituation, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und anhaltend darauf hinzuarbeiten? Sehen wir's. Das habe ich auch gefragt. Und damit der Säbelzahnlauf auf den rechten Kitzel verbreitet, ist ein Tempomotivator mit von der Party. Mit von der Partie! Mann! True, bitte! Tempomotivator? Ah, deswegen der Säbelzahnlauf. Oh, keine Zeit zum Umdrehen. Mit Enter wird das Lauftempo des Helden bestimmt schnelles Drücken, lässt Brun schneller laufen. Wer zuerst den rechten Bildschirmrand erreicht, gewinnt. Und was ist mit dem linken? Frag lieber nicht. Na dann, ich smashe wie ein Blöder. Und ich bin darin unbesiegt und nutze gleichzeitig noch Enter und Leertaste. Und Enter auf meinem Controller. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Nein, macht keinerlei Unterschied. Dann nutze ich lieber den Controller. Ist einfacher. Gewonnen!
Brons Heldenwahn erstrampelt ihm ungeschmälerte 600 Erfahrungspunkte. Er ist unaufhaltsam! Tschüss, Säbelzahnlauf. Weiter geht's zu Spiel Nummer 2. Waldrader Weitwurf. Oh, ein Kühler der Steppenspieler. Ich heiße euch beim zweiten Wettbewerb willkommen. Dem Frauenwurf. Das habe ich schon mal bei einem Commodore 64 Spiel gemacht. Frauenwurf? Das klingt lustig. Klingt es? Drei Würfe stehen an. Nach alter Sitte beginnt der Herausforderer. Das ist so Waldrader. Bronk warf die Frau 8 Schritt. Rivale, dein erster Wurf. Das wird mein Vergnügen sein. Baue per Enter innerhalb von 5 Sekunden möglichst viel Wurfkraft auf. Unbesiegt! Wirbelstärke Stufe 5 erreicht. Gib Bruns Wurf per Enter eine Richtung. Geradeaus ist das Optimum. Flawless Victory! Das sind 10 Schritt für den Rivalen. Es steht 8 für Bronk, 10 für den Rivalen. So möge die zweite Runde ihren unvermeidlichen Lauf nehmen. Das kannst du unmöglich überbieten, Bronk. Wirklich, ist das alles? Ich lache. Ich bin ein geschulter Paladin. Bronk warf die Frau 6 Schritt. Du sagst, was ist los mit dir? Wohl doch außer Puste. Danke, Waldrader. Rivale, dein zweiter Wurf. Na denn? Ich bin noch lange nicht außer Puste. Ich habe ein langes, ausdauerndes Training hinter mir gehabt und, gut, jetzt halt erst. Und kann immer das Optimum liefern. Das ist eine meiner größten Schwächen. Ich kann nicht anders, als das Optimum zu liefern. Das sind 10 Schritte für die Rivalen. Es steht 14 für Bronk und 20 für die Rivalen. Herein, der grimmige Finalwurf ruft. Das sieht böse aus. Oh! Nicht schlecht. Sie hat einmal den Planeten umrundet. Das sind... Er hat gewonnen. Hey, Moment mal. Bronk warf die Frau ein Dutzend Schritt. 12. Das bedeutet 12 Schritt, Bronk. Ich erkläre es dir nachher. Das sind die feinen Finessen der deutschen Sprache. Stufe 5. Das heißt, also wir können nicht über 10 Schritt hinaus, aber... Das ist nicht so wild. Das sind 10 Schritt für die Rivalen. 26 zu 30. Gewonnen, Jungchen! Du darfst die Braut jetzt küssen, Igitt! Der Sieg gilt als errungen, wenn ihn der Schiedsrichter verkündet. Ja? Der Rivale entschied den Frauenwurf für sich. Wahrlich, nun ist es offiziell. Brunnen erwirft sich 1000 Erfahrungspunkte. Hörte, irgendwas hat sich bei der letzten Landung verschoben. Danke. Auf zum letzten Wettbewerb. 2 von 3 hat der Junge doch schon gewonnen. Was sollte sich doch grundlegend am Ergebnis ändern? Auf zum letzten Wettbewerb! Gleich geht's um Leben und Tod. Es kommt Leben und Tod sehr nah. Mathematik. Siehet, bestreitet und besteht die Prüfung der Marbathematik! Gewiss, Bronk, doch die Barbarenspiele sind für ihre Grausamkeit bekannt. Nun denn, höret die Aufgabe. Nehmt einen der Stäbe der Erkenntnis und zeigt auf die 7. Einen davon. Ha, Brunet bemächtigt sich eines der Stäbe der Erkenntnis. 7. Ich hab aufgepasst in der Schule bei Marbapelsemame. Beim Sturm hoch der Hügel, so ist es. Frag ihn ruhig, wessen erfahrener Führung der Junge derart tiefe Einblicke verdanken darf. Lass dich ansehen. Ja, hinter den Toren deines Blickes schlummert etwas. Beugt es sich auf und gibt dir manchmal die Kraft zur Barbaromatik?
Du redest mit dem, den du siehst, einem Paladin, einem Streiter des Güldenen. Ich höre den Menschen, doch dahinter das Tier. Es schlägt mit den Schwingen. Du hast bewiesen, welche Macht dir gegeben ist, denn du bist der Sieger der Barbarenspiele. Brun athletisiert Finale 1000 Erfahrungspunkte und wurde als Krieger erkannt. Bronk, die Prüfung der Marbart-Thematik ist vorbei. Nein, dein Rivale hat gewonnen. Exakt. Rahm dir das Geräusch ein, um dich wieder und wieder daran zu erfreuen, Sieger. Die Spiele sind beendet. Wir haben die Stätten der Prüfung nicht länger zu berühren. Aber ich sehe dort oben links ein Säckchen. Ausdauer, Stärke, Gerissenheit. Alles, was der Stamm des Wolfes schätzt, hat jener in sich. Auf die 7 zu zeigen ist Gerissenheit? Der Fremdling ist der Sieger der Barbarenspiele. Sowohl deine erste Frage als auch die Implikation deiner zweiten kann ich nur bejahen, Häuptling. Es ist eine sehr kurzgefasste, sehr auf den Punkt gebrachte Sprache. Ich sah es mit eigenen Augen. Benehmt euch, wenn ihr vor den Häuptling tretet. Wir sind Barbaren, keine Wilden. Jungchen, als Türöffner machst du glatt noch einen Dietrich Konkurrenz. Ich kenne keinen Dietrich. Und schon ist es ein richtiges heimisches, liebliches, zivilisiertes Dorf. Ja, geil. Und damit haben wir die Hand der lieblichen roten Rose gewonnen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr schaut und die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos sind, dann habt ihr immer was zu tun. Und dann beim nächsten Mal bin ich mental wahrscheinlich ein bisschen frischer. Nicht gerade direkt aufnehmen, nachdem ich aufstand und duschte. In dieser Reihenfolge. Bis zum nächsten Mal.